Heute ist der Internationale Tag der Pflege. Die Linke beteiligt sich bundesweit an diesem Aktionstag, weil es wichtig ist, gerade auf den Bereich der Pflege zu gucken. Die Fachkräfte in der Pflege leisten jeden Tag einen unglaublichen und wichtigen Job. Wir fordern deshalb eine bessere Bezahlung für die Fachkräfte und faire Arbeitsbedingungen. Konkret heißt das 500 Euro mehr in der Lohntüte und eine Personalbemessung, die auch den Bedarfen gerecht wird. Warum ist das Ihr Beruf? Warum haben Sie gesagt, ich werde Fachkraft in der Pflege? Warum? Was reizt Sie daran? Was macht den Beruf so besonders und so toll? Eigentlich so vieles. Wir können den Alltag hier mit begleiten und wir lernen die Menschen kennen und Geschichten, wo man wirklich den Hut zieht, was diese Menschen alles schon durchgemacht haben. Jeder hat so sein eigenes Päckchen zu tragen und dass wir dann auch irgendwo die Bezugspersonen sind und wir mit kleinsten Sachen den Mietern ein Lächeln ins Gesicht zaubern können. Das ist so mein größter Punkt, den ich liebe an diesem Beruf. Ja, die Dankbarkeit einfach, ja. Also das sind manchmal so kleine Sachen, ja, wo einem dann aufs Herz aufgeht, weil die sich dann so darüber freuen, was für uns jetzt normal ist, ja, so tägliche Sachen. Und ja, für manche hier ist das dann einfach was Besonderes und ja, das ist dann immer schön zu sehen, wie sich andere freuen können. Ja. Ja, Dankeschön.